Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben jetzt alle fertig geschlafen. Ich habe jetzt alle Männer geweckt. Wir werden jetzt die Taschen zusammenpacken und uns auf den Weg zur Judohalle machen. Und dann da irgendwann, wenn die Waage fertig ist, dann auch was essen. Aber jetzt erstmal zur Judohalle. Ganz viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt angekommen. So sieht die Halle aus. Ist nicht wirklich groß, drei Flächen, drei Matten. Die Jungs sind jetzt bei der Waage. Ja, wenn irgendwelche Probleme auftreten im Laufe des Wettbewerbs, wendet euch bitte an die Leute mit den gelben Hemden. Eine kleine Bitte noch, falls ihr irgendwann merkt, dass die Flügel schlecht antwortet. Nummer 1 bereiten sich vor, Ramsan Akhmadov gegen Leonard Hefka. Die Waage für die Gewichtsklassen bis 50, bis 55, bis 60, bis 66 und plus 66 Kilogramm ist jetzt aus. Bitte an der Cafeteria Linkseite den Langgang und dann zur Waage. Es kämpft jetzt auf Matte 2. Justin Evers, die Gorheim-Hapsitjan, ist bereit sich vor Alexander Kostrin gegen Dominik Feuerkau. Thank you.
Sehr gut. Ihr Lieben, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was ins Auto gebracht. Marlon hat den dritten Platz. Den dritten Platz auf der Norddeutschen Meisterschaft. Wir sind so unglaublich stolz. Wir sind so stolz. Er hat nur einen einzigen Kampf verloren, das war der erste. Und das war auch nur so vom Kopf her, weil es ein, ja, für Marlon bekanntes Gesicht ist. Und naja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er den vom Kopf her auch. Ist er den anders angegangen? Er hat ihn verloren und sonst hat er alle Kämpfe gewonnen. Und am Ende musste er dann nochmal gegen den, den er verloren hat. Und da hat er den in die Matte gehauen. Ihr habt es ja gesehen. Ey, so krass, so krass. Und er ist jetzt, also ihm ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Nicht nur, dass er das gewonnen hat, sondern dass er auch den letzten Kampf gewonnen hat. Das ist für ihn nochmal, ich glaube, alles gewesen. Ja, jetzt haben wir 1:30. Marlon ist durch und jetzt. Ja, kommt noch sein Kumpel dran. Und danach machen wir uns auf den Heimweg. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. Ich habe schon mit Maddie telefoniert und oh, ich und meine Mama haben so geheult. Weil das für uns einfach so krass ist, was er gewonnen hat. Zumal er jetzt, ja, es war seine letzte Chance in der U15 jetzt. Geil, einfach nur geil. So, jetzt gehe ich erstmal wieder rein. So, wir sind durch. Und fahren jetzt Richtung nach Hause. Wir haben jetzt 3:30, 3:30, 5:30, 6:30, 7:30. Oh Gott, der arme Maddie. Der fragt die ganze Zeit schon nach uns. Ja, ich hoffe, wir kommen gut durch. Und dann, genau, gebe ich euch nochmal so ein Resultat. In Ruhe zu Hause, glaube ich. Das ist auf jeden Fall, ja, schon echt cool gewesen. Wow, das muss man erstmal verarbeiten. Also sehen wir uns gleich, ja, auf der Autobahn. Dann nehme ich nochmal ein paar Szenen auf. Ich hoffe, wir sind nicht im Stau. Wir haben jetzt den Kumpel von Marlon Lennox abgeliefert. Jetzt sind nur noch die zwei hier hinten im Auto. Aber nicht mehr lange, denn jetzt fahren wir zum Maddie.
und holen Maddie ab. Wir haben jetzt 20:07, sind also wirklich gut durchgekommen. Und ich freue mich jetzt wieder auf den kleinen Mann. So, wir sind zu Hause. Guck mal, wer da ist. Mein Maddie ist wieder da. Und, wie war es bei Oma? Gut. Richtig cool, ne? Mhm. Maddie hat gesagt, er will nochmal bei Oma schlafen. Oh, war richtig gut. Ja, die Kinder sind jetzt schon alle geduscht. Jetzt werde ich gleich noch duschen gehen. Ich würde sagen, ich gebe euch so ein kleines Update morgen, weil ich muss jetzt noch Essen machen und alle Kinder ins Bett, morgens wieder Schule und Kindergarten. Aber für euch geht's gleich weiter. Also, da bin ich wieder. Eine Nacht haben wir jetzt alle drüber geschlafen. Jetzt sind die Kinder alle in Kindergarten und Schule. Ich habe jetzt einen Moment Pause, bevor es hier bei mir im Alltag auch wieder weitergeht. Ich wollte aber mal ganz kurz das Wochenende Revue passieren lassen. Es war eine krasse Erfahrung. Es war wirklich eine krasse Erfahrung. Also zum einen wären wir jetzt nicht im Judo an die Ostsee gefahren. Glaube ich, wären wir nie an die Ostsee gefahren. Ich weiß gar nicht warum, aber es hätte uns einfach nichts dahin gezogen. Und wir sind so froh, dass wir mal da gewesen sind, weil es war so wunderschön dort. Leider eine Nacht viel zu wenig, um das sich alles mal anzugucken und so richtig zu genießen. Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Ecke da, wo wir waren. Und dann natürlich, ja, der Wettkampftag gestern. Das war eine krasse Erfahrung, muss ich echt sagen. Also man kommt da ja nicht einfach so hin. Da sind wirklich nur die Besten der Besten, die sich auf dem Bezirk, auf dem Land qualifiziert haben. Nur die auf dem Land quasi sich qualifiziert haben, sind dann dorthin gekommen. Das heißt, also da waren schon alles andere Gegner bzw. andere Kämpfer. Die Wettkämpfe dort, die kann man absolut nicht vergleichen mit den Kämpfen, die hier so um den Bezirk rum sind. Das ist einfach, ich muss einfach sagen, einfach ein geiles Judo gewesen, muss ich echt sagen. Die Kämpfe waren zum Teil so cool. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. So eine krasse Erfahrung, dass wir die mal mitmachen durften, beziehungsweise Marlon. Er hat so hart trainiert die letzten Monate. Wirklich, also Anfang des Jahres hat es bei ihm so richtig Klick gemacht und er hatte so Bock, das alles zu schaffen, was er bisher geschafft hat. Er war die letzten 3 Jahre, also 2 Jahre war ja durch Corona sowieso alles geschlossen und man konnte an nichts teilnehmen oder nur sehr begrenzt. Letztes Jahr hatte er seinen Fuß gebrochen und konnte ja auch an den ganzen Wettkämpfen nicht teilnehmen. Und dieses Jahr ist einfach das letzte Jahr in der U15, wo er alles kämpfen kann, weil nächstes Jahr ist U18, da geht es dann auch nochmal anders wieder zur Sache. Jetzt habe ich einen Kloß im Hals. Und deswegen habe ich es ihm auch so sehr gegönnt, dass er das alles noch schafft. Also ich war gestern sehr, sehr gerührt. Die Trainerin hat gestern noch einen Artikel ins Internet gesetzt, was jetzt demnächst in die Zeitung kommt. Als wir den gestern Abend gelesen haben, sind uns wirklich die Tränen geflossen. Also so ein toller Artikel und es ist so wertgeschätzt worden, ja, was Marlon alles erreicht hat. Ich fand das wirklich ganz, ganz, ganz toll, muss ich echt sagen. Er hat so viele Glückwünsche bekommen, ob der vom ganzen Verein steht hinter ihm, Familie sowieso, Freunde. Also ich weiß nicht, wie viele Leute gestern hier angerufen haben. Das ist echt, echt krass gewesen. Also Marlon hat einfach in seiner Altersklasse, in der höchsten Wettkampfebene, die er erreichen kann, Bronze geholt. Das ist einfach unbeschreiblich. Ich bin immer noch sehr, sehr gerührt und sehr froh, dass jetzt alles so, der ganze Stress und die ganze Aufregung so abfallen können. Auch für Marlon, wie gesagt, er hat so hart trainiert. Er hat zum Teil 5-mal die Woche trainiert, dann hier zu Hause nochmal trainiert. Wir sind, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometer gefahren, um noch ein Zusatztraining zu machen. Also er wollte das aber alles. Also das kam nicht von uns. Er wollte das alles, er wollte das für sich und deswegen bin ich so froh, dass er es auch für sich geschafft hat. Er kämpft ja für keinen anderen, er kämpft nur für sich selber. Und ich habe euch so ein bisschen daran teilhaben lassen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Zum Teil waren die Kämpfe 5 Sekunden und 6 Sekunden bei Marlon, also wirklich zack, zack, fertig. Zum Teil waren es minutenlang, auch mit Unterbrechungen. Dann werden nämlich von den Kampfrichtern durch die Kameras, die da aufgestellt sind, Sekunden genau geguckt, wo drauf man gefallen ist, ob man ein
Ippon bekommt oder ein Vasari, also volle Punktzahl oder nicht. Und dann muss man halt eben warten, dann geht's weiter. Also diese Kämpfe habe ich für euch einfach ein bisschen kürzer gefasst. Habe euch so die besten Szenen rausgeschnitten. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Jetzt war viel, viel Judo die letzte Zeit, aber jetzt ist erstmal lange, lange Pause. Und ja, jetzt werde ich alles aufräumen, wegräumen und dann ein bisschen runterfahren. Denn auch für uns ist es ja, ja, ganz schön stressig. Also Maddie hat ein super Wochenende bei Oma gehabt. Ich war wirklich froh, dass er da geblieben ist, weil es war super anstrengend. Wir sind insgesamt ja knapp 9 Stunden Auto gefahren, dann den ganzen Tag in der Halle. Wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber was macht man nicht alles für seine Kinder, ne? Ja, und ich hoffe, irgendwann kommt Lennox auch dahin. Er möchte es auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Ja, wir schauen mal. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.